Superleichte Zeichnungen. Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Superleichte Zeichnungen. Heute werden wir 5 Dinosaurier zeichnen und ausmalen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Zuerst werde ich einen Tyrannosaurus Rex zeichnen. Er ist der furchterregendste von allen. Ich zeichne seinen Kopf, sein Auge und seinen Mund. Voller scharfer und spitzer Zähne. Dann zeichne ich seinen Körper mit seinem Schwanz, 2 Beinen und 2 Armen. Schließlich füge ich einige Flecken auf seinem Rücken hinzu. Wahnsinn! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Ich färbe seinen Bauch mit Creme. Dann benutze ich diesen braunen Marker für seine Haut. Schließlich färbe ich seine Flecken mit diesem Marker. Wahnsinn! Lass uns einen Triceratops zeichnen. Ich fange mit seinem Kopf an, mit seinen 3 Hörnern, dann zeichne ich sein Auge und seinen Mund. Dann zeichne ich die Form seines Kopfes so. Und fahre mit seinem Körper fort. Ich zeichne seine 4 Beine und seinen Schwanz. Wahnsinn! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Grau. Dunkelgrün. Ich verwende verschiedene Aquablaumarker für seine Haut. Eine hellere Nuance und Minze. Wahnsinn! Lass uns einen Pteranodon zeichnen, den fliegenden Dinosaurier. Ich zeichne die Form seines Kopfes und seine 2 Augen. Dann zeichne ich seinen Schnabel. Und seinen Körper. Schließlich zeichne ich seine Flügel so und einige Flecken auf seinem Körper. Wahnsinn! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Ich färbe seinen Schnabel mit diesem Marker orange. Dann benutze ich Gelb für seine Haut
und füge einige dunkelrote Flecken hinzu. Wahnsinn! Lass uns einen Brachiosaurus zeichnen, den mit dem langen Hals. Ich fange mit seinem Kopf an, dann zeichne ich sein Auge und seinen Mund. Dann zeichne ich seinen langen Hals und den Rest seines Körpers mit 4 Beinen und einem langen Schwanz. Schließlich zeichne ich einige Flecken auf seinen Rücken. Wahnsinn! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Zum Ausmalen verwende ich verschiedene Grüntöne. Hellgrün, dunkelgrün und etwas braun. Wahnsinn! Lass uns einen Stegosaurus zeichnen. Ich fange mit seinem Kopf an, dann zeichne ich sein Auge und seinen Mund. Jetzt zeichne ich seinen Körper mit 4 Beinen und einem Schwanz. Schließlich zeichne ich Stacheln auf seinen Rücken. Und einige Flecken hier und da. Großartig! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Ich färbe seinen Körper mit diesem grünen Marker. Dann benutze ich Braun für seine Stacheln. Schließlich färbe ich die Flecken mit diesem Marker. Wahnsinn! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.